Moin Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist der Bam der Woche, wie immer samstags. Ja, und diesmal ist es mal wieder der Type 64 geworden. Geiles Ründchen geschickt bekommen von, Snipsy. Okay, und guckt euch mal das Matchup an. Ja, das ist ja ein sensationelles Matchup, das er hier erwischt hat. Er ist hier Top Tier auf Minen in einem 6er, 5er, 4er Match mit dieser Kiste. Und wer den Panzer vielleicht noch nicht gekannt hat, der wird ihn jetzt kennenlernen. Das ist ein Premium-Panzer, den könnt ihr euch, den müsst ihr euch sogar im Shop kaufen, weil das Ding ist einfach ein Must-Have. Super geiler Reload, schnell, coole Tarnwerte und einfach nur geil. Ja, wir fangen, würde ich sagen, einfach mal an. Karte habe ich, passt alles. Hier schalten wir um auf die Fahrzeuge und dann lassen wir das Ganze mal laufen. Snipsy, ich bin gespannt auf deine Runde. Und wir gucken uns eben gerade noch gehen in seine Sicht und gucken uns gerade noch die Geschützwerte an. 76mm Kanone, 128 Durchschlag mit normaler Munition und 177 mit APCA. Und davon hat er nur 5 dabei. Kellen, was haut er für Kellen raus? Das ist jetzt nicht so der Redewert, 115er Kellen. Ja, jetzt gucken wir uns das mal an hier, was hier abgeht. Da kommt direkt der gegnerische Type. Und der macht überhaupt keine Anstalten zurückzuschießen. Ja, dann geht's ganz schnell hier zu Ende, würde ich mal fast sagen, Type. Hm? Och, zweimal nur die Panzerung nicht durchschlagen beim Type. Also das ist, aber was der hier veranstaltet, der gegnerische Type, weiß ich so nicht. Guck mal hier. Junge. Der Lux nimmt den jetzt raus. 100 Pro. Nee, zieht sich zurück. Dann macht's eben der Snipsy. Und der gegnerische, wie hieß der denn? AQ-Fail. Oh Mann. Ist auch wieder ein geiler Name. So. Erster Kill, jetzt steht 1-1. 400 Schaden haben wir schon. Jetzt hier auf der T-34-85M. A-Premium-Panzer. Und der hatte geiles Geschütz, da muss man aufpassen. Dass der dich nicht erwischt. Das wäre schlecht. 1-3. So, jetzt ein schönes Positionchen. Und dann kann man hier mal schön ausdehnen. Der erste in T-34, komm. Naja, hört sich die so. Versucht jetzt noch wegzukommen, die so. Ah, doch auf der T-34 hier schon. Der ist der wesentlich gefährlichere Gegner. Jetzt haben die Gegner eigentlich nur noch einen 6er. Und das ist der OI. Und der steht auf der anderen Seite. Jetzt steht 3-5, sie liegen immer noch hinne. Aber wir haben schon 2 Kills gesehen und wir haben schon 630 Schaden auf der Uhr. So. Und eigentlich muss man jetzt schon fast sagen, hat er nicht mehr wirklich irgendwie gefährliche Gegner, ne? Jetzt kann ich hier die Artis wunderbar aufmachen und beschießen. Guckt ihr das mal an. Das ist doch wirklich klasse. Da haben wir noch einen TT stehen. Ah, da ist hinter der Felsengefahr, oder? Schießt dann auch blind. Ja. So, was haben wir da? Immer noch die Arti. Versucht sich da wohl jetzt umzupositionieren. Also er hat jetzt natürlich eine Weltklasse-Position. Hier der M3 Lee. Vierer Medium-Panzer. Hat gar keine Chance, guck mal. Und dann ist der Reload einfach so flott. Der hat tatsächlich da noch gestanden. Guckt dir das an. Dritter Kill. Was haben wir hin jetzt? Oh, die Beach Gun hat einen. Beach Gun. Jetzt muss er aufpassen. Er war halt auf, ne? Und da hat die Beach Gun sofort mir hier hingeballert. Des Weiteren haben sie, gucken wir auf die Karte. Sie haben eigentlich nur noch hier die Mitte und alles andere, da ist der Gegner schon auf dem Vormarsch, ne? Da ist die Arti raus. Vierter Kill. Silve 6. Die gegnerische KV-1 ist drüben auf der Insel. Ach, also Position, wo ich mit meinem Heavy nicht hinfahren. 8-6. Da hat er noch ein bisschen Spotting Damage gemacht. Ach gut. 1000 Schaden im Moment. 333 ermöglicht. 4 Kills. Wie geht's jetzt hier weiter? Oh, erstmal nur abgeprallt. An der Matilda. Aber dann auf den Turm drauf. Weil jetzt geht er hier wieder auf. Jetzt nur aufpassen, weil die Beach Gun wird jetzt gleich wieder hier hinfeuern, tippe ich mal. Die Beach Gun. Und die haben noch so 5. Russenartig. Die schießt ziemlich flott. Muss er aufpassen. Oh, kommt hier in Gefahr.
Der Held vom Erdbeerfeld, der OI. Halb tot. Was hat er bis jetzt gerissen, der OI aus seinem Team? Null hat er gerissen. Gut. So, jetzt nimmt er sich wohl dort drüben den Panzer auf der Insel an. So sieht's mal aus, ne? Ah, der T-80 wird sich wahrscheinlich gleich verabscheuen. Tippe ich mal ganz, ganz stark drauf. Ganz, ganz stark. Jetzt kommt der ohne durchs Wasser gleiche KV-1 angetuckert. OI killt OI. Jetzt steht 80. Also der UI aus seinem Team ist wirklich, also glaube ich, muss man ja mal gucken, was der gerissen hat. Also ob das große Hilfe war, weiß ich jetzt nicht. Ja, der Lux schreibt, ach Noob. Okay. Ach, Ziffer. Wie geht's weiter? Snipsi. Die Zeit tickt runter. Aber wir haben noch gute 10 Minuten. Jetzt kriegt der M8A1 in der Mitte Probleme, weil die Mathilda da hochkommt. Oh, jetzt steht hier Wrack im Weg. Junge! Oh Mann. Ah, ah, zack. M8 ist raus. Ah, der Lux wehrt sich noch. Die Artis feuern nach. Oh, ey. Das sieht so geil aus, wenn jetzt die HE-Geschosse von den Artis angeflogen kommen. So, die Mathilda ist jetzt raus. Tschüssikowski. 5. Kill. Ach, jetzt kommt der T67, der will es jetzt auch wissen. 9-8, der war noch. Ja, muss aufpassen, der war offen. Ja, das war's. Tschüss, T67. Kill Nummer 6, wir haben eine Kriegermedaille. 10-8, der KV-1 ist auf dem Vormarsch und er hat hier immer noch... Er repariert gar nicht. Die Artis feuern hier auf ihn. Warum repariert er dann nicht? Da wäre doch... Also, das war jetzt sehr riskant. Wenn beide Artis getroffen hätten... Ne? KV-1 jetzt. Dem schießt er wahrscheinlich von oben. Dem schießt er gar nichts mehr. Der hat schon Verschoss, wenn ich doch... 11-8. Der OI ist immer noch da. No Ammo. Och, seine eigene Arti hat alles verschoss. Ja? Ich hatte es eben noch gesagt. Die Su-5 schießt schnell. Und, ja, jetzt hat sie keine Munition mehr. Go Spot, schreibt er. Wie schnell ist denn die? Go Kulchkaktach. Hm, Pukulkatsch. Keine Ahnung. Oh, pass auf. TD, zack. Kill Nummer 7. Schön. Was wollte ich sagen? Achso, wie schnell ist denn die Su-5? Dass die überhaupt spotten gehen könnte, ne? Ist die dahin, die was Feldgefahr ist, ist der Krieg vorbei. Ich weiß es gar nicht mehr, wie schnell die ist. Aber ich denke mal, er will sich den OI mit Sicherheit auch noch schnappen. Das ist nämlich noch ein Fahrzeug, wo schön viel Speck dran ist. Da kann man sich noch ein bisschen auslassen an dem Ding. Da kann man sich mal so richtig dran vergehen. Ne? An dem OI. Wobei natürlich der OI in meinem letzten Replay zum Thema Bombament, The Masters of HE, habe ich den OI selber gefahren und jo. Also wenn er natürlich allein ist, wie in dem Fall hier, ist er natürlich leichte Beute für mehrere Gegner, die ihn angreifen. Aber wenn er ein bisschen Unterstützung hat und seine HE-Kanone einsetzen kann, dann wissen wir genau, oder wissen wir selber, wie extrem der OI ist. So, jetzt killt er hier die Artis, wie es aussieht. Er hat's mal vor. Wo schießt dann hin? Die Artis kriegt er nicht. Da wäre ich immer kurz stehen geblieben. Boah, ey, das gibt's doch gar nicht. Ah, jetzt. Kill Nummer 8, Redley Wolters. Sehr schön. Wir haben 1600 Schaden auf der Uhr. Und meiner Meinung nach hätte er hier noch mehr wüten können mit dem Ding. Aber, ach so. Cool gespielt bis jetzt. Das gemacht, was er als Top-Tier hier zu machen hat. Nämlich aufgeräumt. Der UI guckt nicht nur ihm. Oh Gott. Ja, jetzt guckt der UI. Ja? Jetzt wird er wohl hierher gucken. T80 von vorne, T67. Ja, und dann hast du natürlich mit dem OI das Problem des langen Reloads. Die kennst du natürlich alle zerlegen, die Kameraden hier. Aber bis du neu geladen hast, darf jeder sich mal an dir vergehen. Der mal von hinten, der mal von vorne, der andere von der Seite. So ist das halt, ne? Zack. So, jetzt hat er den T80 gekillt. Jetzt kriegt er Lack von den anderen zwei. So, und jetzt würde ich auch gar nicht mehr in Deckung fahren. Bis der neu geladen hat, ist die Party vorbei. Und es ist
Jetzt gleich der Fall. Was macht er denn? Zack, der Ui killt noch einer. Das hätte, glaube ich, gar nicht Sinn müssen. Und da ist das Ding vorbei. 15 zu 11 geht dieses Match hier zu Ende. 9 Kills am Ende. 2000, über 2200 Schaden. Paar 600 noch ermöglicht. Gehen wir mal in die Auswertung. Jo, Freunde, und hier ist meine Auswertung. Panzer Ass, Type 64, over 11k W8, also über 11.000 W8. Ja, er hat also seine seiner Top-Tier-Rolle ist er auf jeden Fall gerecht geworden, der gute Snipesy. Radley Walters-Medaille, Pascucci-Medaille, Großkaliber, Krieger-Medaille, 9 Kills, 2500 Schaden, 600 ermöglicht und das Panzer Ass ihn getötet. Sehr, sehr schönes Ründchen, meiner Meinung nach. Obwohl noch mehr hätte gehen können, finde ich. Also er hätte noch mehr rausholen können aus dieser Runde. Aber auch so, ne, mit 9 Kills. Gut, einer noch dazu, da hätte er die Pool auch noch gehabt. Das wäre natürlich auch noch geil gewesen, ne. 36 Mal Geschoss. Da haben wir wieder den Java-Updater. 32 Treffer, 28 Durchschläge bringen den Schaden. 9 Minuten hat es gedauert. Ja, mit Premium verdient er hier 74.000 und gerade am Ende 55.000 raus. Das ist doch eine schöne Ausbeute für ein Tier 6er Premium, ne? Dann haben wir 3.000 Erfahrungspunkte. Tagessieg war schon drin. Gehen wir in die Teamauswertung und ihr seht es hier, 1554 Grunderfahrung. Gucken euch mal die anderen an. Das ist der Hammer, oder? Ja, nicht schlecht. Der UI aus seinem Team, den wollten wir uns doch genau anlohnen, ne? Gucken euch das mal an hier, der Spezialspezialist, der Flame Explosion. Ja? Ich weiß nicht, was hat der dann, wie oft hat denn der geschossen? Der hat viermal Geschoss, viermal irgendwo hingeschossen, ne? 19 Mal ist er getroffen gehen, dann hat er 1060, hat er abgewehrt. Ja, so kann man auch OI fahren, ne? Vor kurzem habe ich ja meine OI-Runde hochgeladen als Top-Tier. Der war hier 8 Top-Tier, ne? Und das hat er gemacht mit der Karre. Also unglaublich. Ja, soviel zum OI. Gerade nur, weil der andere UI gemacht hat. 9 Mal Geschoss, 8, 9 Mal getroffen, ne? Das sind dann schon andere Werte. Aber egal. Wir gucken jetzt erstmal, wen wir hier noch gekannt haben in dieser Runde. Aber ich glaube, mal keinen. Es ist mir keiner aufgefallen. Von den Spotzfreunden, den ich gekannt haben könnte. Shadow of Death. Oh Mann, ey. Accu Fall. Nein, nicht Fail. Accu Fall heißt er. Ja. Nö. Sonst haben wir hier keinen gekannt. Ich bedanke mich zum ersten Mal bei Snipesy. Das ist ja Premiere gewesen auf meinem Kanal. Für diese schöne Type 64 Runde. Alle, die immer noch zweifeln an diesem Fahrzeug, ihr habt es jetzt gesehen, ne, wenn der mal Top-Tier ist, dann noch rockt der einfach die Runde, wenn man den richtig gut spielen kann. Ja, also für mich ein Must-Have, den sollte jeder haben, der in World of Tanks mit leichten Panzern gerne spielt. Sollte versuchen, sich den Type 64 auf jeden Fall mal zu kaufen. Das ist ein super geiler Panzer. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei Snipesy. Wünsche euch noch ein schönes Pfingstwochenende. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Bam Bam. Tschüssi, Koski.